Jetzt geht es nämlich an die Leute wegen Wohnungen. Die fragen ja die Leute die Wohnung an. Haben Sie eine Wohnung? Ja, nein. Haben jetzt von haben Sie dass eine das Wohnung? Meine ist, ja. Oder was? Haben Sie eine Wohnung? Also meine haben ist Sie es eine nicht. Wohnung? Meine ist es nicht. Aber nein. Ist das Ihre seine? Nein. Sag nein. Ich, sag ich doch Balkon? Ja. Ja. Küche? Ja, was denn wo sonst? Bett? Ja. So. Wohnen Sie allein oder haben Sie jemanden? Wie haben Sie jemanden? Wie haben Sie? Ja, ob alleine. Alleine, nein, also. Haben Sie Haustiere oder wollen Sie mal welche haben? Nee. Ja, nein, vielleicht. Nee. Nee. Hatten Sie schon mal was mit der Polizei zu tun? Ja oder nein? Was soll das denn für eine Frage sein? Nee, natürlich du nicht. Du machst dich verdächtig. Was heißt, ich mache mich. Ja, du fragst nach. Das macht dann mach ich schon mal gleich hier an der Seite. Hier, er weigert sich zu antworten. Wieso? Das stimmt doch gar nicht. Ich hab doch eben waren Sie schon mal verdächtig? Ich war, wo soll ich denn verdächtig gewesen sein? Waren Sie schon mal verdächtig? Nein, wieso, was heißt verdächtig? Wobei denn? Bei allen. Ja, bei allen, ich war... Es ist eine reine Volkszählung, ich möchte das bitte... Du musst bis auskunftspflichtig. Ich habe einen Ausweis aus der Bildzeitung ausgeschnitten, der war vorgedruckt für die Leute. Bitte, bitte. Ich bin ein Erkundungsbeauftragter. Du kriegst ein Bußgeld, du riskierst ein Bußgeld, wenn du mir nicht antwortest. Das sag ich dir. Sag mal, du brauchst dich doch jetzt nicht gleich aufregen. Ich reg mich nicht auf, wenn ich schon mal, dann gib meinen Ausweis wieder, wenn ich schon mal einen Job hab. Die Kleinen, auf die Kleinen geht es immer, wenn man einen Job hat. Die Großen, die haben das gut. Ihr Bürgermeister zum Beispiel. Wie, der das gut? Der hat das gut. Ja, weil er nicht mit so einer Pappe rumgehen muss, oder was? Das ist oder doch, wie? Das ist doch ein wunderbarer Job. Die fahren mit einem muggeligen Auto durch die Gegend. Die sind, muss man sagen, auf dem Empfang. Da gibt's mal ein Tässchen Sekt. Oder sie werfen mal eine Flasche gegen den Chef und sagen, hier, ich taufe dich auf den Namen Chef. Aha. Oder so. Oder jetzt mal sagen, hier, sie stehen mal irgendwo an der Autobahn, schneiden so ein Band durch. Ach so, mehr ist das doch nicht. Schneiden Band durch. Ja, sicher. Weißt du, was der kann, so ein Bürgermeister, das kann ich schon lange, das sage ich dir. Das kannst du, ne? Ja, sicher. Du? Ja. Du, wie du hier stehst. Wie ne? Ich hier stehe, kann ja. Ich das schon lange. Das möchte ich sehen. Doch. Was denn? Ja. Was möchtest du denn sehen? Abend. Abend. Ach Mensch, das ist ja... Ach, Sie waren lange nicht mehr hier, stimmt. Ne? Sie waren doch in... Wann war denn das im... Mensch, jetzt im Herbst oder was? Ne? Ja, ja. Das war das letzte Mal. Das ist ja ein Zufall. Wir haben gerade über Sie gesprochen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist zu verabredet, Ingo. Nein, das ist... Das gibt's doch er kommt nicht. Hier manchmal... Ist, ich, darf ich... Ja, klar. Wieso mal, kennst du ihn denn? Ja, weil er mal, kommt manchmal... Es ist ein reiner Bürgermeister. Ja. Der hat den ganzen Tag zu tun. Ja. Ne? Das ist ein schöner Beruf, ne? Ja. Möchten Sie irgendwas? Wollen Sie wieder wie ein Bier, wie ja, immer, klar. Zum Mitnehmen? Das ist so ein Ding, ne? Das ist ja wirklich ein großer Zufall, weil er hatte gerade nämlich... Was habe ich denn Beruf gemacht? Nämlich was habe ich denn? Ja? Ja, ja, ja. Was hat er denn gesagt? Ja, er weiß Bescheid, wie das so geht, wie man das so macht. Es ist ein schöner Beruf, ne? Ein spannender Beruf, ja. Das ist ein spannender Beruf, ne? Schön. Ne, da hat man doch eigentlich viel Zeit, ne? Nee. Ne? Man hat viel zu tun. Meistens so jeden Tag in der Woche, von ganz früh morgens bis abends in die Nacht. Wann denn früh morgens? Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt ganz frühe Tage, da geht es um 6, 7 Uhr los. Es gibt Tage, jetzt ein bisschen später. Um 6 geht es. 9 geht auch mal, aber es ist seltener. Ja, und dann geht es abends bis meistens 23 Uhr oder ja. So. Guck mal, was meinst und du? Und am Wochenende gibt es auch was zu tun. Meistens Akten, ab und zu Termine. Jetzt haben Sie wahrscheinlich auch noch gerade ein bisschen was zu tun gehabt, ne? Ja, aber das waren jetzt mehr so Akten, die um ich noch gelesen habe. Um 6 Uhr? 6 Uhr aufstehen? Das kommt oft vor. Montags zum Beispiel. Und dann? Das ist eine Sitzung oder was? Dann ist zum Beispiel mal nach Berlin fahren, das ist montags oft der Fall. Und es gibt dann Termine, die sind früh, es gibt Termine, die sind später, aber man muss immer da sein. Aber der Tag ist immer lang, ne? Der Tag ist immer lang. Der ist immer lang. Weißt du, was das bedeutet? Lang, der Tag. Fängt früh an, hört spät auf, hast du ja gerade gehört. Ne? Und er meinte nämlich hier, dass man mal... Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Mit einer Schere. Ich habe es nicht gesagt. So Bank. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Du kannst mich doch nicht von Bürgermeister in eine Pfanne hauen. Er wusste ganz genau Bescheid. Dann kann es vielleicht doch nicht so ganz mein Beruf, ne? Ne? Naja. Was denn? Vielleicht nicht, ne? Vielleicht nicht, ne? Ja, ab und zu muss man sich's überlegen. Ja. Aber wenn man genug arbeitet, geht's. Ja, ich bin jetzt Erkundungsbeauftragter. Ja, dann. So, 20 Cent Retour. Danke. Auf 1,80. Tschüss. Ja, schönen Dank.
Vielen Dank, ne? Herr Scholz. Auch mal ausruhen, ne? Dann schönen Abend noch, ne? Ja, danke. Tschüss. Und morgen nicht so früh. Tschüss, ne? Genau. Und nicht so viel arbeiten. Tschüss. Ne? Ist das ein reiner Bürgermeister? Ist das ein reiner Bürgermeister? Ein reiner Bürgermeister? Und ich weiß was, ich hab dir gleich gesagt, das ist ein mordsmäßiger Job. Ja, weißt du. Ich hab doch nur gescherzt. Ja. Es ist kein Grieche. Ab und zu mal ein Schiff mit einer Flasche bewerfen, ab und zu mal ein Band durchschneiden auf der Autobahn. Ne? Das vor mittags aufstehen, schön, Sektflasche und so. Ne? Ja, ja. Geh du mal lieber weiter mit deiner Pappe durch die Gegend. Schon mal hast du mitgekriegt, der Grieche jetzt, ne? Welcher Grieche? Der Allgemeingrieche. Der Grieche, ja. Da ist doch jetzt ein Geheimvertrag gefunden worden, wo drin steht, wie das mit den ganzen Finanzen ist. Und da steht drin, man darf den keinen Euro mehr geben. Und weiß, was ich mir überlegt habe. Wie, wenn du jetzt einen siehst auf der Straße, darfst du ihm keinen Euro geben? Ja, überall. Der Grieche jetzt. Und da dachte ich mir, wenn man ihm keinen Euro gibt, dann kann man ihm doch vielleicht eine Europalette geben. Dann kann er mit dem Geld umgehen lernen, weil die Europalette ist gerade 50 Jahre alt geworden und ja eine Wertanlage. Die Europalette ist eine Wertanlage? Das ist ein altes, antikes, muss sagen, Möbel. Und wenn du jetzt mal sagen, 2-Euro-Stück, das gibst du schnell, hast du eine Tasche, das gibst du schnell aus, ne? Ja, ne? Ja. Aber so eine Europalette, die ist so sperrig, die hast du nicht immer dabei. Dann lernt der Grieche immer die Sachen ein bisschen vernünftig zu ordnen. Dass er die Euro, kann er dann zu Hause stapeln, schön bei sich, oder was? Und dann kann er dann bitte sich das dreimal überlegen, wofür er die ausgibt, wenn er die dann erstmal schleppen muss durch die Gegend und so weiter. Und was kriegst du für eine Europalette, wenn du in den Supermarkt gehst und schleppst da so ein Holzding rein und sagst, hier, kann ich mal dafür... Du kann er sich doch selber ausdenken, früher haben sie auch mit Scherben bezahlt und so, dann müssen sie sich halt irgendwas überlegen. Mit Scherben? Hat man mal bezahlt, als es kein Geld noch nicht gab. Hier sag mal, apropos Geld, mein Ingo, man weiß was? Na. Weiß was? Nee. Jetzt nochmal Eurovision Song Contest, ne? Ja. Sorgen. Jetzt nochmal ist das Stichwort. Apropos Geld, ne? Ja. Weißt, was das gekostet hat? Das habe ich in der Zeitung gelesen. Oh, das wird schweineteuer gewesen. Das war die teuerste Fernsehsendung aller Zeiten. 25 Millionen. Die teuerste Fernsehsendung aller Zeiten? Hab ich so. Auf der ganzen Welt, oder was? Ich glaube, das habe ich so gelesen. Ich bin mir nicht sicher. Nicht jetzt nur für Deutschland. Da haben ja andere auch mitbezahlt. Darum geht es ja gar nicht. Nur es war teuer. Es haben ja auch viele Leute geguckt. Es haben sich auch viele Leute gefreut. Das ist ja gar nicht die Frage. Ja. Aber es ist die teuerste Sendung von der Welt. Allen? Von allen gewesen. Das ist, und wie viel? 25 Millionen. 25 Millionen? Und jetzt weißt du, was ich dir sag? Weißt du, was jetzt nämlich kommt? Jetzt 25 Millionen? Ja, sicher. Aber weißt du, was jetzt passiert? Jetzt wahrscheinlich müssen sich, du kannst das ja nicht überall wegnehmen. Jetzt wird wahrscheinlich an der einen Stelle mal was abgeknapst, an der anderen Stelle die kleineren Sendungen, die müssen wahrscheinlich kürzer sein, die werden dann vielleicht nicht so lang sein wie sonst, da wird dann da mal was gespart und da mal was gespart. Ja klar, sparen, das ist ja sowieso, wenn du die... Und die Kleinen wird es treffen, das ist ja die müssen ja immer sehen, dass sie ihre Kohle zusammenhalten. Ne? Was meinst du, was die Sender ausgeben für ihren ganzen Kram? Ja, sehr. Normal. Ja, sehr.